Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Hof Bergmann im LS22 bei Big Bio Hof Bergmann. Wir haben November, es ist noch fast dunkel um 9 Uhr morgens. Und wir haben heute ein bisschen was vor, weil in der letzten Folge haben wir ein Feld gekauft. Und genau, wir haben noch zwei Felder, die wir ernten müssen. Ich vermute mal, dass beide heute erntereif sind. Und was auch wahrscheinlich soweit ist, ist unsere Silage, die wir gefahren haben. Das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich kann euch aber schon mal verraten, es ist unendlich viel geworden. Ja, ihr seht den Berg. Er wird größer und größer. Das hier ist unsere Silage, die wir aktuell haben. Eine Masse Silage. Genau, das werden wir jetzt mit dem Aufdecken. Ich werde mich jetzt so ein bisschen um die Tiere als allererstes kümmern. Und dann würde ich sagen, gucken wir danach einfach mal, was wir machen. Entweder zuerst die Zuckerrüben oder den Mais. Wir können ja mal gucken. Beides wird wahrscheinlich erntereif sein. Jo, beides ist erntereif. Ich hätte ja fast gesagt, als erstes den Mais. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Tiere. Das machen wir in der Zeitraffer. Und Leute, kleiner Spoiler. Wir haben gerade kurz nach Himmelfahrt. Ich hatte davor, also einen Tag vor Himmelfahrt hatte ich Geburtstag. Ich habe mir so einen aufgesackt. Also falls ich mal huste und ich vergesse das rauszuschneiden, tut mir echt leid. Ich bin schon den ganzen Tag am Tee trinken. Das schmeckt das kacke. So, Zeitraffer, let's go. Wir sind erstmal durch mit dem Tierefüttern. Es ist immer noch ziemlich dunkel. Eigentlich könnte man ein bisschen Zeit vorspulen. Ich würde auch verschlagen, das machen wir. Mal eben auf die 8 drücken. Bis das ein bisschen angenehmer ist von der Helligkeit. Dann möchte ich euch was zeigen, weil ich habe ein bisschen Käse produziert. Da ist auch ein bisschen was bei rumgekommen. Und das, zumindest das möchte ich euch zeigen. Eigentlich können wir die Käserei direkt wieder anschmeißen. Aber das ist doch relativ viel Arbeit, also Betonung liegt auf relativ. Was wir aber machen können, ist in der nächsten Folge mal Käse verkaufen. Dann werde ich nämlich das, was wir jetzt an Milch haben, hier nochmal mit dem Marcel Ferguson und den viel zu großen Anhänger für den Marcel Ferguson hier die Milch hinbringen und dann hier Käse produzieren. Und ihr seht schon, Käse, 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 ich liebe Käse, Käse, ich liebe Käse, Käse. Ja, wir haben ein bisschen Käse, was auch ein bisschen Geld bringt. Und mir fällt gerade ein, wenn ich nach oben rechts gucke, wir wollen ja heute auch noch Zuckerrüben ernten. Das könnte knapp werden finanziell, eventuell müssen wir wirklich den Käse verkaufen. Das heißt, wir bringen doch nochmal eben ganz schnell die Milch hierher. Und den Käse, den stapeln wir, keine Ahnung. Also wir werden den Platz wahrscheinlich brauchen, ne? Ja, hier auf dem Boden. Bis wir alles haben, was wir verkaufen. Wie gesagt, dann bringen wir jetzt nochmal eben hier gleich etwas Milch her. Mit dem Marcel Ferguson, weil ganz ehrlich, mit dem Handwagen, das ist ja alles schön und gut, ne? Aber das dauert viel zu lange, also das macht echt keinen Spaß. Ups.
Currykäse. Ja, Butter habe ich noch nicht. Da sind wir noch nicht weiter. Weil vor allem hier kann ich nur zum Käsebottich hinbringen, ne? Und ja. Müssen wir mal gucken. Ich habe mich mit der Butter noch nicht beschäftigt. Das werden wir noch mal machen später. Wir müssen jetzt ja aber erstmal die Farm finanziell ans Laufen bringen. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Cut. Und dann habe ich auch die Milch hier schon hergebracht. Und dann können wir die Käserei wieder anschmeißen und Käse produzieren. Wie der Zufall es will, war das jetzt ein bisschen zu viel Milch für die Käserei. Das heißt, entweder machen wir später weiter. Oder wir bringen die restliche Milch hier in den, ja, in die Produktion hier rein. Die Butterfabrik. Das ist allerdings noch mehr Handarbeit, ne? Also, ich würde das mit der Butterfabrik, ich würde das wirklich ganz gerne mal ein bisschen aussparen und jetzt halt nur Käse machen. Wenn wir das halt jetzt erstmal laufen lassen und später noch mehr Milch nachfüllen für mehr Käse. Wir schmeißen die Produktion jetzt aber erstmal an, hier mit R. Und dann machen wir hier, aktivieren. Gut, und jetzt wird hier Käse produziert. Mit der Zeit. Zu diesen wunderschönen Blöcken. Gott, ich hätte so Bock. So, falls irgendjemand zu viel Geld hat, schickt mir einen Käseblock. Ich hätte da so Bock drauf. Und wir werden jetzt zu unserem Mähdrescher laufen. Und dann das neue Schneidwerk abholen, was wir uns in der letzten Folge gekauft haben. Ja. Dann fangen wir einfach mal an zu dreschen. Hab ich Bock drauf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und falls ein Modder unter euch ist, ich habe einen Mod. Das ist dieses realistische Saatgutsgedöns. Wir gucken uns mal eben das hier an. Ich hätte einen Wunsch. Hätte vielleicht einen Wunsch. Hier, das Saatgut-Add-on. Und zu diesem Saatgut-Add-on gibt es Sämaschinen. Und diese Sämaschinen, also, ja, die haben irgendein Script mit drin. Dass die, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Hafer-Saatgut reinkippen, wir würden das, wir können das nicht mit anderes Saatgut überschreiben, weil Hafer-Saatgut ist in diesem Mod richtig Hafer-Saatgut. Und vor allem, wenn wir die Sämaschine leer machen, kommt das auch wieder als Hafer-Saatgut raus. Und falls irgendjemand unter euch ein bisschen mod-technisch begabt ist, kann mir das jemand in die Burgo einbauen? Das wäre so toll, da hätte ich so Bock drauf, weil ansonsten müssen wir halt eventuell die Sämaschine austauschen und ich mag die Bogo. Wirklich. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier den Lexion 5400 und legen los. Let's go. Wir machen nochmal im Licht an. So ein bisschen was und dann fahren wir immer ganz vorsichtig entlang. Und dann düsen wir mal ab zum Händler. Ich glaube, wir können noch mal vorne rausfahren. So, die Hauptauffahrt. Ja, und dann haben wir auch endlich Maiskörner, womit wir die Schweine füttern können. Und später halt auch verkaufen können. Das wird fantastisch. Ich habe da richtig Bock drauf. Und hier mit 42 km/h läuft, würde ich sagen. Ja. Übrigens, für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, der L-Führerschein, der ja im Autoführerschein mit enthalten ist, also der kleine Treckerführerschein, wurde abgeändert. Man kann jetzt mittlerweile mit dem Autoführerschein Traktoren bis 40 km/h fahren, ohne Anhänger, ne? Ich weiß nicht, wie das mit einem Anbaugerät wie ein Grubber oder so ist, also etwas, was du mit 3 Punkten hinten ranhängst, aber mit Anhänger darfst du nur 25 fahren, egal welche Zulassung der Anhänger hat und egal wie schwer der ist. Das heißt, du dürftest halt theoretisch einen 40 Tonnen Maisgespann mit 25 km/h fahren, mit einem Autoführerschein. Also, so wie ich das jetzt gelesen habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, es ist interessant, weil ich habe ja immer noch vor, eventuell zum 2-jährigen Jubiläum mir einen Traktor zu mieten. Das wäre natürlich was. Und ja, mal gucken. Also, es ist allerdings sehr knapp. Das Jubiläum ist, glaube ich, schon im nächsten Monat. Sollte ich mal anfangen. Ja, da ist das gute Schneidwerk. 6 Meter haben wir uns für entschieden. Wir werden ja nicht so viele Aufträge machen. Ja. Ja, und hier sind halt noch Paletten, die wir eigentlich mal abholen müssten. Okay. Ranhängen müssen wir jetzt hier natürlich noch. So.
Hat sich schon von allein rangehängt. Interessant. Alles klar, dann düsen wir jetzt einfach mal zum Feld. Und fangen an zu dreschen. Ich bin gespannt, wie der Ertrag da sein wird. Ich vermute mal, dass das hier so ein bisschen die Auffahrt auch mit sein soll. Hoffe ich zumindest. Wir werden übrigens irgendwann hier das Feld Nummer 4 kaufen und dann alles zusammenflügen. Hätte ich Bock drauf. Allerdings jetzt als allererstes... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja mega unförmig. Da müssen wir nachher mal gucken, wie wir GPS einrichten. Ich würde sagen, erstmal klappen wir das Gerät aus. Natürlich auch den Drescher selber. Und ja, es ist halt nur ein 6-Meter-Schneidwerk. Ne? Es ist für so ein Lexion eigentlich wirklich Spielzeug. Das muss man wirklich offen und ehrlich sagen. Aber, naja. Wir werden es halt nicht so oft brauchen. Dementsprechend wollte ich jetzt auch nicht zu viel Geld da rein versenken. Vor allem, weil ich ja noch eine weitere Fläche wollte. Ne? Irgendwie hier so größer flügen oder so macht bei dem Feld auch keinen Sinn. Also rundherum. Ja, ich würd fast sagen, dass wir auch hier direkt GPS benutzen. Also von hier aus GPS nutzen. Würde ich sagen, aktivieren. Das war der falsche Knopf. Hier, aktivieren. Wir stehen 0 Grad. Das heißt, theoretisch, wenn das noch richtig eingestellt ist. Nee, ist es nicht. Alles klar. Dann fahren wir doch einfach mal eben hier runter. Der ist aber relativ laut. Ich vermute, dass ich den im Videoschnitt leiser machen muss. Oder wir machen das einfach mal live in der Folge. Hier für euch Service live in der Folge. So würde Gardaroll es verkaufen als Service. So. Ich glaube, das ist okay so. Aber Gardaroll, also, ich weiß nicht, so vom Charakter mag ich ihn, aber es ist halt echt Business, was er macht da mit YouTube, ne? Und der macht da auch keinen Hehl raus. Der irgendwie, ja, der verkauft alles irgendwie so ein bisschen als Service. Weiß ich nicht. Okay. Achso, das, jetzt habe ich da den A-Punkt gesetzt. Dann setze ich jetzt hier den B-Punkt. Automatische Breite. Und jetzt habe ich GPS aktiviert. Okay. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, bei Gardaroll ist es so, ja, er mit seinen, also, ja, seine Gardaroll Plus Werbung, die ist meiner Meinung nach zu präsent auf YouTube, Kanalmitgliedschaft und so weiter, ja, also für mich als Zuschauer hat das so ein bisschen den Flow rausgenommen, dass der Fokus bei Gardaroll wirklich auf dem Verkauf seiner Inhalte liegt. Ich meine, ich könnte auch die Kanalmitgliedschaft aktivieren hier und aber ich wüsste nicht, weißt du, ihr bezahlt denn da keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Minimum ist, sagen wir, ihr bezahlt da Minimum Euro, aber ich wüsste nicht, was ich euch dafür bieten sollte. Also ich könnte natürlich sagen, ihr bekommt die Folgen 3 Tage vorher, aber ganz ehrlich, hier kommen, diese Projekte laufen 2 bis 3 Mal die Woche. Ob ihr das jetzt 3 Tage vorher bekommt oder nicht, ist doch vollkommen egal, weil am Ende habt ihr ja trotzdem auch so, wenn ihr es später bekommt, eine fortlaufende Serie. Und für euch macht es am Ende keinen Unterschied. Am Anfang ist es so, juhu, das erste Video gucke ich jetzt 1 Tag vorher oder 3 Tage vorher. Aber am Ende macht es ja überhaupt gar keinen Unterschied, wenn ihr so denn trotzdem nur alle 2 Tage ein Video bekommt. Also, das halte ich, und ich wüsste nicht, was ich euch bieten sollte für eine Kanalmitgliedschaft. Irgendwie irgendwelche komischen Emojis und Smileys braucht kein Mensch. Ich sag mal, ich freue mich über jeden Kommentar, ich lese jeden Kommentar, egal ob da jetzt Kanalmitglied ist oder nicht. Und was es auf gar keinen Fall geben wird, ist eine Paywall, also dass es Content gibt, den man bezahlen muss. Jeder soll die Inhalte hier gucken können auf dem Kanal, egal ob es der 11-jährige Timmy ist, der 3 Euro Taschengeld bekommt, oder der 30-jährige Markus, der halt, keine Ahnung, 3000 netto verdient. So, das soll nicht ausschlaggebend sein. Hier soll jeder die Inhalte gucken können. Egal, ob es Let's Plays, Tutorials oder Mod-Vorstellungen sind. So, erstmal dazu. Ansonsten, ja, vor allem, klar, ein bisschen mehr Geld wäre schön.
Das kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Ich bin jetzt ja nicht derjenige, der unendlich viel Geld verdient. Glaub, da bin ich ziemlich durchschnittlich. Und ab und an am Ende des Monats sieht's auch mal mau aus. Aber ich sag mal, YouTube, das Ding hier finanziert sich selber. Ich bekomme Geld von YouTube dafür, dass Werbung vor meinen oder während meiner Videos läuft. Und ich sag mal, ich mache keinen Verlust mit der Geschichte. Ich mache jetzt auch keinen Gewinn, aber ich mache auch keinen Verlust. Also, wenn ich mir ein Spiel kaufen will, um das auf YouTube zu zeigen, obwohl ich selber nicht zocken würde, kann ich es machen, weil ich Geld von YouTube bekomme. So ganz doof gesagt. Wenn ich mir... Ja, also PC aufrüsten, das würde ich immer noch so ein bisschen vorsichtig sehen. Dafür wird es am Ende nicht reichen. Vielleicht einmal im Jahr eine neue Grafikkarte, okay. Das wird vielleicht funktionieren, aber dann ist halt auch nichts mehr übrig. Aber das ist noch sehr vorsichtig zu sehen. Aber wie gesagt, am Ende mache ich plus minus null mit der Geschichte. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel über YouTube und Geld reden. Ich wollte nur einfach mal kurz anreißen, dass diese Kanalmitgliedschaft könnte ich einstellen. Wenn jetzt alle in die Kommentare schreiben, jo, mach die Kanalmitgliedschaft, der Euro tut nicht weh, machen wir gerne. Okay, aber ich wüsste halt ernsthaft nicht, was ich euch dafür bieten könnte. So, Punkt, aus, Ende. Gut, wir sind hier am Dreschen, mit dem Drescher. Und ja, wir sind jetzt gleich einmal rum, haben knapp 5000 Liter Maiskörner. Ertrag ist natürlich miserabel, auch hier werden wir wahrscheinlich kalken müssen. Das müssen wir auf all unseren anderen Feldern auch machen, aber den Zeitpunkt dafür haben wir eigentlich verpasst. Und vor allem, auch wieder hier, wir schauen nach oben rechts und sehen, dass wir kein Geld haben. Der arme Biobauer mit dem großen Lexion. Ja, so läuft das Leben manchmal. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich hier im Vorgewende machen soll, weil das Feld ja unförmig wie Sau ist. Ich würde jetzt sagen, wir fahren einfach dreimal rundrum und fahren dann mit GPS hoch runter. Eigentlich werden wir jetzt gleich einmal drehen müssen, dass das Rohr außen ist. Ich weiß, irgendwie viele sagen, das macht man so nicht. Ist mir egal. Ich mach's trotzdem, weil ich damit einen Anhänger einfach nebenan fahren kann. Was ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben könnt, Freunde, ist Auto Drive und Cosplay. Ja, nein. Das machen wir anders. Wenn diese Folge rauskommt, haben wir hier eine Umfrage im Community-Tab, wo ihr das abstimmen könnt. Und dann, ja. Dann wissen wir das, ne? Irgendwie so. Okay. So, wir drehen um. Und fahren dann mal so, dass der fast voll ist. Wir könnten ja auch einfach mal hier aus der Innenperspektive fahren. Es sollte... Oh Gott. Also, theoretisch funktioniert das, aber ihr seht schon, die Animation sorgt dafür, dass man nichts sieht. Dann müssen wir doch aus der Außenperspektive fahren. Gleich, wenn wir mit GPS fahren, können wir in der Perspektive fahren. Ja, irgendwie so vielleicht. Irgendwie so vielleicht. Ah, schön. Jetzt, wo ich rede, geht das mit der Erkältung. Ich muss kaum husten. Jetzt, wo ich drüber rede, schon. Aber darauf erstmal ein Energy Drink. Oh. Ja, es ist eigentlich Zeit, um ins Bett zu gehen. 0.20 Uhr am Samstagabend. Prost. Perfekter Zeitraum, um Energies zu trinken. Nicht. Yay! Ja, ihr merkt aber schon, ich bin voll Energie. Weil ich habe den Fehler aller Fehler gemacht. Ich habe mich irgendwie so um 16 Uhr, so um den Dreh, eigentlich ins Bett gelegt. Habe eine Serie angemacht und bin eingeschlafen. Instant. Bin ich irgendwann aufgewacht. Das war so 20.30 Uhr so um den Dreh. Jetzt bin ich fit. Ja, mal gucken. Das muss ich ja irgendwie in den Griff kriegen wieder bis Montag. Weil ist ja kacke, wenn du irgendwie arbeitstechnisch das nicht so richtig machen kannst. Versteht schon, was ich meine, ne? So. Wir sind aber gleich voll. Ich glaube, also hier die Bahn hoch kriegen wir noch hin. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir einen Anhänger holen. Und ja, das können wir, glaube ich, ganz gut mit dem Fendt machen. Dann kann der Marcel Ferguson noch so ein bisschen rumstehen und so. Und wir, achso, was ich habe jetzt tatsächlich dafür entschlossen, wir können auch hier Aufträge machen. So, eigentlich habe ich gesagt, 0-Euro-Projekt soll das so ein bisschen
ja, Privileg sein, dass wir Aufträge im 9-Euro-Projekt machen. Allerdings noch ein 0-Euro-Projekt wird wahrscheinlich jetzt so bald erstmal nicht wieder starten, weil ich das Update vom Siegeltal halt nicht bekomme. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht schon wieder mit dem 0-Euro-Projekt von vorne anfangen. Aber ich möchte auch nicht auf die Version der Karte weitermachen. Ihr versteht's vielleicht. So, wir fahren das Röhrchen aus. Können ja... machen wir eben aus. Okay. So, und dann... ich weiß nicht. Irgendwie macht sich bei dem hier seit heute der Frontlader selbstständig. Naja, gut. Achso, auftragstechnisch. Gucken wir mal eben. Grubbern und Flügen, alles klar. Vielen Dank auch. Ja, beim Flügen, das geht glaube ich nicht mit einem Tiefenlockerer, da war was. Das heißt, ja, das macht wenig Sinn. Feld 15, lasst mal eben gucken, wenn wir jetzt Fahrzeuge mieten dafür. Wo haben wir denn Feld 15? Also relativ gerade Kanten, das heißt, hier könnte man, aber es wird ja ewig dauern, ne? Aber 10.000 sind halt auch 10.000. Wobei, wir würden das halt einen Helfer machen lassen. Boah, nee, lassen wir sein, aber grubbern könnten. Wir könnten den Master Ferguson mit einem Grubber losschicken, eventuell. Kann ich mir vorstellen. 1.400, wow. Das ist echt nicht viel, ne? Feld 14. War doch Feld 14, oder? Feld 11. Oh, passt. Das ist echt nicht groß. Ich würde aber sagen, wir nehmen es einfach mal an. Ist halt Kleckergeld. Vertrag akzeptieren. Und Verträge aktualisieren. Ja, passiert nicht viel, alles klar. Ja, keine Ahnung, das Flügen mit dem Helfer. Oh, ich weiß nicht. Also, wir würden da wahrscheinlich trotzdem noch Gewinn mitmachen, aber halt irgendwie nicht so richtig. Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnen würde. Weiß das nicht. Okay. Nehmen wir mal gucken, vielleicht können wir ja mittlerweile schon wieder ein bisschen was hier reinfüllen. Aber ich vermute mal nicht so viel. Also ganze... Achso, Motor starten. Ja, das ist ja quasi gar nichts. Wir hängen den mal ab, dafür fahren wir einfach nur ein Stück zurück. Es ist ja ein Kühlanhänger. Ne, das sieht man ja eindeutig. So. Dann kann der sich die Scheibenecke schnappen und damit grubbern. Ich weiß, das klingt kacke und das macht keinen Sinn, aber so ist das halt. Ja. Ah, wir fahren mal nicht durch den Kuhstall. Dann werden wir mit dem Fendt den Fliegeltrailer holen und damit unseren wunderschönen Dings abtanken. Mähdrescher. Yay! So. Hier müssen wir nochmal umparken. Eigentlich müssen diese kleinen Geräte hier rechts um die Ecke und die langen Fahrzeuge nach links. Irgendwie so, keine Ahnung. Müssen wir uns mal Gedanken zu machen. So. Aber hier erstmal die Scheibenecke. Das erste Mal, dass die in Betrieb genommen wird und gleich für einen Lohnauftrag. So kommen wir hier raus. Hätte schon nicht klein, ne? Aber das geht. So. Ich glaube, die ist nur 8 Meter. Bin ich der Meinung. Hätte gerne natürlich breiter gehabt, aber das können wir später auch noch. Also, sag mal, nach oben hin ist ja, da ist ja alles offen, ne? Das können wir alles noch machen. So. Wir wollen ja auch noch einen größeren Traktor haben. Also, ich möchte ganz gerne noch zwei Traktoren haben. Nochmal einen großen Traktor fürs Feld. Einfach damit wir dann so große Aufträge gleichzeitig machen können. Und dann halt noch einen kleineren so einen kleinen Hoftraktor. Da könnte man auch fast überlegen, ob man einfach nur ein, so ein Weintraktor, so ein Schmalspurtraktor nimmt. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach mal runter. Eigentlich kann man das schon mal eben fast selber machen, ne? Dafür braucht man eigentlich echt keinen Helfer einstellen. Okay, let's go, komm, wir machen das mal eben selber. Das machen wir nochmal schnell in der Folge. Dann gibt es nochmal eben 1.400 Euro oder sowas um den Dreh. Und dann tanken wir danach unser Mähdrescher ab.
Und dann wird es morgen irgendwann weitergehen hier für mich. Wird das Feld denn quasi ohne euch zu Ende dreschen? So dass wir dann, ja, uns nur noch das Ergebnis angucken müssen und dann stolz darauf sein können. Ja. Und wenn wir hier schon selber, ja, arbeiten, also das werden wir jetzt hier ohne GPS machen. Und das Vorgewende machen wir später. Oder wenn wir früher abgeben können, machen wir es gar nicht. Weil wir faul sind. So. Attacke, gib ihn. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Marcel Ferguson mit seinen 320 PS nicht übermotorisiert ist für die Scheibenegge. Also da könnte noch ein paar mehr PS dranhängen. Also, ich sag mal, wenn es finanziell entsprechend läuft, der Class Serion 3000 ist incoming. Also, das fühle ich schon so ein bisschen, dass der das richtige Gerät für uns ist. So als nochmal wenig stärkeren Traktor mit Rückfahreinrichtung. So als zweiten Großtraktor. Da haben wir den Fendt, so ein bisschen als Transport- und Pflegetraktor. Dann brauchen wir nur noch so einen kleinen Hoftraktor. Da könnte ich mir aber auch einen Kubota vorstellen, wenn das Kubota-Pack rauskommt. Dann nehmen wir irgendwie so einen, können wir auch den großen Kubota nehmen mit 200 PS. Der ist halt, der kann dann noch so ein bisschen was machen, aber so als Hoftraktor ist ein guter Hoftraktor, der halt auch ein bisschen was auf dem Feld machen kann oder so. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh Mann, so, wir machen jetzt einfach mal einen Cut und dann sind wir gleich fertig. Okay, Gerät wird zusammengeklappt. Und wir können den Auftrag abschließen und bekommen unsere 1468 Euro. 1A. Naja, das ist immer noch sehr verlockend, ne? Ja, okay, warte, hier. Geräte aus sein. Okay, machen wir. Alles klar, da schicken wir einen Helfer gleich los oder ich schicke den los, während ich das Feld zu Ende dresche. Wir werden jetzt nochmal eben mit dem Fendt und dem Fliegetrailer zu unserem, ich wollte gerade LKW sagen, zu unserem Meterschaft fahren und den abtanken. Und dann ist auch die Folge schon vorbei. Das ist ja schon fast eine XXL-Folge. Fast. Ja, schön. Den stellen wir jetzt auch nur einfach so auf dem Hof hier, den Marcel Ferguson. Und einparken mache ich auch später. Und denn in der nächsten Folge gucken wir uns das Ergebnis von unserer Mais-Dresch-Aktion an. Und werden dann, oh, da muss ich mehr ausholen, alles klar, vielen Dank. Und dann werden wir, aus? So. Genau, werden wir uns das Ergebnis angucken und werden dann gucken, ob ich finanziell gesehen mir die Zuckerrübenaktion leisten kann. Oder ob wir dafür den Kredit noch erweitern müssen. Weil ich habe jetzt ja mehr Feldfläche. Das heißt, theoretisch müsste ich den Kredit erweitern können. Wir wollen natürlich vermeiden und das nicht machen. Also es wäre natürlich, das wäre wirklich schade, wenn wir den Kredit erweitern müssten. Ich hoffe aber, dass der Flugauftrag genug Geld abwirft, dass wir uns das alles leisten können. Und dass halt auch der Käse uns genug Geld bringt. Also Flugauftrag und Käse zusammen genug Geld bringt, damit wir uns die Zuckerrübenaktion leisten können. Und dann bei den Zuckerrüben, da können wir mal gucken, ob wir die Schweine damit füttern können oder ob wir was anderes damit machen. Ja, entweder Zuckerrübenschnitzel oder irgendwas Sinnvolles damit machen können. So, wir düsen jetzt mal eben zu unserem Drescher. Achso, und was ich habe noch gar nicht nach Likes und Abos gebettelt. Bitte, bitte abonniert mich und bitte, bitte like das Video, falls es dir gefallen hat. Das wäre voll toll. Ja, so viel dazu. Ah, ist schlimm. Ah, man merkt, es ist zu spät. Ich sollte abends keine Videos mehr aufnehmen. Das ist nicht gut. Ja, und hier die Schrebergärten, das ist halt echt, das ist ein Problem. Wir müssen halt Mineraldünger dafür kaufen, ansonsten funktionieren die nicht, so viel ich weiß. Aber Bioprojekt, ne, das funktioniert nicht mit Mineraldünger. Keine Ahnung, vielleicht, ja, Alternative wäre diese Gärreste und Gülletrocknung.
wo man denn damit Mineraldünger herstellen kann, aber das ist halt auch wie gescheatet, ne? Das ist wie gescheatet für dieses Projekt. So. Da steht der Gute. Da steht der Gute. Hallo. Achso. Licht aus. Und dann müssen wir den Mähdrescher halt anmachen, um abtanken zu können. Sonst wird das ja nichts. So. Okay. Hier fließt das Mais. Der Mais. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du das Video bis jetzt geguckt hast, dann darfst du dem wirklich ein Däumchen nach oben hinterlassen. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in eines der nächsten Videos wieder. Bis dann. Danke. Und gute Nacht in meinem Fall.